Es gibt eine Asana, eine Yoga-Haltung, welche Sashtang genannt wird. Die Bedeutung dieser Haltung ist, dass 8 Punkte deines Körpers den Boden berühren und du ihn dort hältst. In dieser Haltung funktioniert die Lunge, insbesondere die Lunge, in gewisser Weise. Es gibt verschiedene Aspekte diesbezüglich, aber wir sprechen über die Verbesserung des Sauerstoffgehalts im System. Das gesamte Lungensystem funktioniert in dieser Asana auf eine einzigartige Weise. Dies ist eine der gängigsten Asanas, die in vielerlei Hinsicht im allgemeinen Gebrauch verfälscht wurde, wo fast jeder Anhänger in diese Haltung gehen soll. Aber aufgrund mangelnder Anweisung und Verständnis liegen die Menschen nur auf dem Boden. Hier ist eine richtige Demonstration von Sashtang oder des Berührens von 8 Punkten des Körpers auf dem Boden. Halte es so und atme etwas tiefer als normal. Hier sind die Stirn, Brust, 2 Hände, 2 Knie und die großen Zehen auf dem Boden, Fersen zusammen. Wenn du es so hältst, wird der Atem auf natürliche Weise leicht übertrieben. Halte es so, wenn möglich, 6 bis 7 Minuten. Andernfalls beginne mit 3 Minuten. Nachdem du dies für 6 bis 7 Minuten getan hast, entspanne deinen Körper, sodass der gesamte Körper den Boden berührt, und nimm die Haltung ein, die Makarasan genannt wird. Wenn du eine männliche Person bist, hältst du die rechte Hand oben über der linken Hand. Wenn du eine Frau bist, hältst du die linke Hand oben über der rechten Hand. Lege deine Stirn darauf und lasse deinen Körper 3 bis 4 Minuten entspannen. Und dann bewege dein rechtes Bein so, dass der Oberschenkel im rechten Winkel zum Körper ist und unterhalb des Knies ist auch im rechten Winkel zum Oberschenkelteil deines Beines. Und drehe den Kopf nach rechts. Augen geschlossen, normale Atmung und entspanne dich in dieser Haltung für 3 bis 4 Minuten. Und mach dasselbe auf der anderen Seite. Drehe deinen Kopf nach links. Bringe dein linkes Bein in diese Haltung, wo es fast so ist, als würdest du auf einem Stuhl sitzen. Das heißt, dein Oberschenkel ist im rechten Winkel zum Rest des Körpers und unterhalb des Knies das Schienbein und der Wadenmuskel sind ebenfalls im rechten Winkel zum Oberschenkel und dein Kopf schaut nach links, platziert auf deinen Handflächen. Und entspanne dich in dieser Haltung für 3 bis 4 Minuten. Und noch einmal gehst du für 6 bis 7 Minuten in Sashtang. Du kannst einen Zyklus wie diesen 3-mal gleichzeitig durchführen und 4 bis 5 Mal am Tag. Vor allem, weil die meisten von euch gerade Masken tragen, kann die Gefahr eines verringerten Sauerstoffgehalts auch ohne Infektion auftreten. Aus diesem Grund, wenn du dies 4 bis 5 Mal am Tag tust, dieses Programm, wird dein Sauerstoffgehalt definitiv steigen und lass anschließend Simha Kriya folgen, damit dein Immunsystem viel besser funktioniert. Es gibt heute erhebliche medizinische Beweise dafür, dass es tatsächlich so funktioniert. Viele Universitäten haben ihre Forschung darin investiert. Also debattiere nicht weiter darüber, setze dies einfach in die Tat um. Es ist keine absolute Heilung oder Vorbeugung, aber wir müssen verstehen, dass unsere Gesundheit auch nicht absolut ist. Unsere Gesundheit ist eine Folge vieler inkrementeller Schritte, die wir unternehmen. Bitte mache diesen Schritt zu diesen Pandemiezeiten und stelle nach Möglichkeit sicher, dass du weder Opfer noch Verbreiter wirst. Namaskaram und danke. Simha Kriya. In diesen ungewöhnlich herausfordernden Zeiten einer globalen Pandemie sind ein robustes Immunsystem und ein gut funktionierendes Atmungssystem von größter Bedeutung.
Sadhguru wird die Anweisungen geben. Es ist wichtig, dass du diese Anweisungen richtig aufnimmst. Bitte widme dich die nächsten 10 Minuten ausschließlich diesem Prozess. Bitte versuche nicht, die Übung durchzuführen, während du dir das Video anschaust. Höre dir zunächst die vollständigen Anweisungen an und dann kannst du die Übung selber ausführen. Es handelt sich also um eine einfache Übung. Diese ist nicht relevant für diejenigen, die Shakti Chalana Kriya machen. Es ist nicht notwendig, dies zu tun. Aber es kann gemacht werden, wenn du morgens Shakti Chalana Kriya machst, abends kannst du es machen oder nachmittags, wenn du hungrig genug bist, kannst du es machen. Ansonsten, für diejenigen von euch, die keinen anderen kraftvollen Prozess kennen, wird dies helfen. Eine Sache ist, es wird deine Lungenkapazität erhöhen. Eine andere Sache ist, es wird deine Immunität verbessern. Und vor allem, wenn du es heute tun kannst, wenn du es die nächsten 5 Tage tun kannst und plötzlich eines Tages nicht mehr in der Lage bist, es zu tun, bedeutet das, dass du definitiv ein Atemwegsproblem bekommen hast. Es ist vielleicht nicht dieses spezielle Virus, aber es könnte irgendetwas anderes sein. Es ist egal, was es ist. Du musst dich untersuchen lassen, wenn du plötzlich feststellst, dass du nicht in der Lage bist, es zu tun. Es umfasst, dass du musst die Zunge bei vollständig geöffnetem Mund vollständig herausstrecken und dann atme so kräftig wie möglich, ohne den Bauch ruckartig zu bewegen, aber mit kräftigem Hineindrücken und Herausdrücken, sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen, 21 Mal. Und wenn das getan ist, rolle die Zunge nach oben, schiebe sie so weit wie möglich nach hinten. Du musst nicht deine Hände benutzen, dies ist kein guter Zeitpunkt, deine Hände zu benutzen. Also rolle die Zunge vollständig so weit wie möglich auf, wie sie es selbst kann. Und atme immer noch mit offenem Mund, wieder auf die gleiche Weise so kräftig wie möglich einatmen, ausatmen. Aber du musst das Geräusch machen, indem du eine Verengung im Rachen machst, auf diese Weise. Das Geräusch muss da sein, es ist wichtig, dass du es machst. Bilde eine Verengung im Bereich des Rachens an der Kehlgrube und mache das Geräusch. Und einatmen, ausatmen. Voll ausatmen, voll einatmen, so kräftig wie du kannst, aber ohne den Bauch ruckartig zu bewegen. Weitere 21 Mal mit aufgerollter Zunge. Während des ganzen Vorgangs sind deine Augen geschlossen. Atme vollständig ein. Atme vollständig ein und sitze einfach da. Mit der vollen Atemluft 1 Minute lang. Wenn du ein bestimmtes Alter überschritten hast oder deine Atmung nicht so gut ist, mindestens 30 Sekunden. Wenn du nicht in der Lage bist, es 1 Minute zu tun, bleib so mindestens 30 Sekunden lang. Wenn an dem Tag, an dem du nicht in der Lage bist, dies zu tun, musst du verstehen, dass es ein Problem mit deinem Atemtrakt gibt und du musst dich untersuchen lassen. Sie wird jetzt die Übung vorführen. Yeah.
Also, was gemacht wird, ist, man muss mit gekreuzten Beinen sitzen, wie auch immer du kannst, was auch immer dein Körper zulässt, und dann benutzt du beide Arme, um ihn nach oben zu drücken, auf solch eine Weise, dass sich dein Brustkorb von der Zwerchfellregion abhebt. Vollständig hochgedrückt, und jetzt streckst du die Zunge vollständig heraus. Auf diese Weise 21 Mal. Wenn es getan ist, dann schließt du deinen Mund, das ebenfalls 21 Mal. Dann schließe deinen Mund. Atme mit geschlossenem Mund aus, wobei du das Geräusch in der Kehlgrube machst, indem du eine Verengung erzeugst. Und wenn du dann eine Zeit lang mit geschlossenen Augen ruhig sitzen möchtest, tu das, und dann kannst du tun, was immer du gerade tust. Dies ist eine einfache Übung, die jeder machen könnte. Stelle sicher, dass dein Magen nicht zu voll ist, du musst etwas hungrig sein. Auch wenn dein Magen nicht völlig leer ist, musst du zumindest etwas hungrig sein. Dies ist also eine einfache Übung, besonders diejenigen unter euch, die dem ausgesetzt sind, entweder weil du zum medizinischen Personal gehörst, oder du bei der Polizei bist, oder du in einem anderen Dienst bist, wo du infizierten Menschen ausgesetzt bist. Bitte stelle sicher, dass du dies tust. Es wird für dich einen großen Unterschied machen. Die Übungsanleitung wird zu deiner Information online verfügbar sein. Bitte führe die Übung genau nach Anleitung durch. Nimm keine Änderungen oder Modifikationen daran vor, wie zum Beispiel die Erhöhung des Zählens. Jeder zwischen 6 und 70 Jahren kann diese Übung durchführen, unabhängig von seinem physiologischen und medizinischen Zustand. Diejenigen unter 6 Jahren und die über 70 Jahre können die Übung auch durchführen, aber sie dürfen die Atmung nur 12 Mal machen, nicht 21 Mal. Menschen, die irgendeine Art von Hirntumor oder Hirnblutung haben oder hatten, können die Übung durchführen, aber sie dürfen die Atmung nur 12 Mal machen, nicht 21 Mal. Weitere Details findest du auf der Website.